Herzlich willkommen zu meinem ESP32-Projekt für das Technische Informatik-1-Labor. In diesem Projekt habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von GPS aktuelle Positionsdaten und die momentane Geschwindigkeit auf einem kleinen Display auszugeben. Die dafür verwendete Hardware ist ein ESP32-Mikrocontroller, ein 0,96 Zoll großes OLED-Display und ein GPS-Modul inklusive Antenne, welches auf 2,50 Meter genau die Position bestimmen kann. Das OLED-Display verfügt über eine I²C-Schnittstelle. Daher muss der Serial Clockline Pin des Displays mit Pin 22 und der Serial Data Line Pin mit dem Pin 21 des ESP32 verbunden werden. Das GPS-Modul wird mittels serieller Schnittstelle mit dem Mikrocontroller verbunden. Dazu muss der Serial Transmit Pin des GPS-Moduls mit Pin 16 und der Serial Receive Pin mit dem Pin 17 des Mikrocontrollers verbunden werden. Sowohl Display als auch GPS-Modul werden mit 3,3 Volt von dem Mikrocontroller mit Strom versorgt, welcher an eine Powerbank angeschlossen wird. Nun zu meinem Programmcode. Zu Beginn werden verschiedene Bibliotheken eingebunden. Die Tiny GPS++ Bibliothek dient zur Verwendung und Verarbeitung des GPS-Moduls und dessen Daten. Die Hardware Serial Bibliothek wird für die serielle Verbindung zum GPS-Modul benötigt und Wire.h und die Adafruit-Bibliotheken sind zur Verwendung des OLED-Displays notwendig. Dann werden Konstanten wie beispielsweise die Auflösung des Displays definiert, welche für die darauf folgende Deklaration als Parameter verwendet werden. Mit Hardware Serial, Serial GPS1, wird eine serielle Verbindung mit dem GPS-Modul erstellt, da der Mikrocontroller über zwei serielle Schnittstellen verfügt und ich das GPS-Modul an die zweite Schnittstelle angeschlossen habe, muss ich eine 1 als Parameter mitgeben. Im Setup wird mit Serial GPS.begin eine Verbindung zu dem GPS-Modul hergestellt. Als Parameter müssen hier die Baud Rate und der Receive Pin 16 und der Transmit Pin 17 mitgegeben werden. Im Anschluss die Initialisierung des OLED-Displays mit der I²C-Adresse. Im Loop werden dann die Rohdaten von der seriellen Verbindung zum GPS-Modul eingelesen und werden mittels der Tiny GPS++ Bibliothek auch gleich verarbeitet. Die Ausgabe der jeweiligen Daten erfolgt erst, sobald mindestens vier Satelliten empfangen werden können. Andernfalls wird ausgegeben, dass die Position noch nicht bestimmt werden kann. Ausgegeben wird der Breitengrad, Längengrad, die Anzahl der zu empfangenden Satelliten und die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde. Um den angegebenen Längen- und Breitengrad zu überprüfen, habe ich diese mit Daten von Google Maps abgeglichen. Die Positionsdaten haben übereingestimmt. Um die angegebene Geschwindigkeit zu überprüfen, habe ich eine App für mein Handy zur Geschwindigkeitsmessung mittels GPS-Daten verwendet und während einer Autofahrt das OLED-Display und das Handy-Display gefilmt. Und auch hier hat sich gezeigt, dass die korrekte Geschwindigkeit ausgegeben wird.